einmal mit reinklicken und sagen, nur in geladenen Dokumentextende Layer auflisten. Dann werden nämlich nur die angezeigt, die ich auch gerade benutze. Und dann kann ich sagen, bitte nimm mir hier diese Achsen. Okay. Dann ist in der Dialogzeile unten links der Layer geladen und ich kann einfach über den Grundriss gehen und er markiert immer nur den Layer oder die Bauteile, die auf diesem Layer jetzt liegen. Dann kann ich einfach sagen, entfernen. Ach cool, oh, habe ich mir da schon einen abgebrochen. Super. Das gilt auch hier für solche Sachen, für Böschung und sowas alles, ne? Also gibt ja, wenn du die DXF-DWGs bekommst, da sind ja tausende von Elementen teilweise drauf. Richtig, Kannst du ja. über Layer gehen, du kannst aber auch über Linienfarben zum Beispiel gehen, ne? Ja. Über Füllflächen, also gibt es viele Möglichkeiten, wie man hier filtern kann. Ja. Ja, und dann kann man halt relativ schnell auch Sachen rauslöschen, die man nicht so braucht. Ja, an diesem Layer-Filtern hatte ich vor kurzem noch so einen Laufplan von Vanessa. Ja, ist da meistens immer am hilfreichsten, ja. Ja, der hat auch alles irgendwie in nur zwei verschiedenen Schriftarten und so gezeigt. Ja. Aber mit den Layern war ich noch gar nicht so vertraut, dass ich alles einzeln Ja, rausgibt. durch jetzt Grenzpunkte, ne? Ach cool, Ich will zum Beispiel alle ja. Grenzpunkte löschen. Also gehe ich hin, sage, okay, Ja. nach Layern, ich will die Grenzpunkte alle haben, fahre über die Zeichnung und kann sagen, entfernen oder verschieben, kopieren, löschen. So, super. Okay. Okay. Dann machen wir weiter. Wir nehmen Assistenten. Dann gehen wir auf Mauerwerk tragend innen. Doppelklick rechts, kurz mal in die Einstellung gucken. Das ist eine 24er Wand, können wir so lassen. Passt. Und die zeichnen wir hier oben einmal ein. An der Stelle und an der Stelle. Und, sorry, die Zeichnung können wir natürlich ausschalten. Also Lageplan, Vermesserdaten können wir ausschalten. Brauchen wir nicht mehr, sodass wir nur den Grundriss hier sehen. Dann öffnen wir mal, weil ich die Master als auch nicht auswendig kenne, öffnen wir mal den Grundriss, den ich hier geschickt hatte. EEG Grundriss. Das sind jetzt ein paar Maße, das muss nicht perfekt exakt sein, sondern wir sind jetzt nur ungefähr die Maße, die wir brauchen. Das heißt, wir brauchen nochmal eine 24er Wand. Jetzt ist es so, wir gehen jetzt, wenn wir eine Wand schon haben, nicht wieder in den Assistenten zurück, sondern wir nehmen einfach die Wand, die wir schon im Grundriss haben, also diese 24er hier, ne? Ja. Die nehmen wir und da haben wir ein Maß von, oh Gott, ich muss mir die Maße eintragen, sehe ich gerade. Du kennst wahrscheinlich noch früher dieses alte Allplan-Skript, ne? Das mit diesem alten Gebäude drauf. Das habe ich jetzt umgebaut, deswegen habe ich Im jetzt. Runden, Wie diesen bitte? Runden. Ja, deswegen habe ich jetzt ein neues geholt. Muss schon ein bisschen, ja, die Grundrisse ein bisschen bereinigen. So, wir haben 2 Meter Innenmaß hier an der Stelle. Das heißt, jetzt würde man ja hier dran gehen und sagen, okay, ich fluchte den Punkt drüber, wie man das in 2D kennt, ne? Oder mit Koordinateneingabe. Wie arbeitest du lieber mit Koordinaten oder lieber mit Fluchtpunkten? Also mit Ich habe immer mit Koordinaten, aber ich. Okay, würdest du jetzt theoretisch hier rangehen und sagen, die Maus lässt du da drauf und sagst in Y-Richtung würdest du jetzt sagen -2 theoretisch, richtig? Genau. So, wir machen es ein bisschen anders und zwar im 3D ist es ein bisschen einfacher sogar. Ich klicke einfach auf die Wand hier ungefähr, auf die Außenkante. Außenkante, ja. Genau, klick. Was macht der? Er setzt dann einen Bezugspunkt. Ja? Der Bezugspunkt ist immer, wird dort gesetzt, wo der nächste Schnittpunkt ist. Also hätte ich weiter unten geklickt, in der unteren Hälfte der Wand, hätte er mir den Schnittpunkt hierhin gesetzt. Aber das ist schon richtig hier oben. Das ist mein Bezugspunkt und zu diesem Bezugspunkt hätte ich gerne 2 Meter Abstand. Enter. Innenmaß, das heißt, wir drehen einmal die Wand, soll Innenmaß 2 Meter sein.
Und die Länge sind zwei, das steht im Plan, 2,465 Meter. 2,465 Meter. Enter. Springt er jetzt automatisch unten ins Kontextmenü, da muss ich da reinklicken. Nee, wenn du Enter sagst, sobald du die erste Wand ja bestätigst, also nochmal, Doppelklick rechts, ich klicke auf die erste Wand, Außenkantenklick, sag 2 Meter Innenmaß, Enter, dann muss ich die Wand drehen, die Achse drehen. Wichtig ist auch da bei der Achse kurz noch, es gibt einen Shortcut, dass du nicht jedes Mal hier drauf gehen musst, sondern wenn du die Steuerungstaste gedrückt hältst und neben dem Y das größer-kleiner-Symbol, dann kannst du die Wand auch drehen. Also die Achse verändern. Ja, cool. Da muss man nicht jedes Mal da draufklicken. Ne? So. Und jetzt sage ich 2,465 Meter, Enter. Und das war es eigentlich. Dann hier, um die Eingabe zu beenden, sagen wir einmal Escape. Und haben dort im Plan 1,50 Meter Innenmaß. Das heißt wieder, ich klicke einfach hier auf die Kante, weil ich will den Bezugspunkt links haben. Hier auch aufpassen. Schauen wir mal hier. Er springt auf den Bezugspunkt dieser Wand hier. Wir sagen aber, nee, da liegt der Bezugspunkt. Ne? Auf der 24er Wand. Ja. Und von da sind es 1,50 Meter Innenmaß. Achse wieder drehen und ich habe dann hier die Wand an der Stelle. Gut, dann haben wir noch, soweit, ja? Dann haben wir noch eine Wand mit Abstand von 3,62 Meter. Das ist diese hier. 3,62 Meter. Das heißt, ich klicke hier einmal in die Wand hinein. 3,62 Meter. Zu der Achse. Und zeichne die Wand einmal an der Stelle ein. Sorry. Na, ist egal. Zieh das mal durch. Die ändern wir gleich noch ab. Nochmal die Wand, dann teilen wir die an der Stelle nochmal. 2,75 Meter. Das heißt, wieder nach oben. Klick 2,75 Meter. Enter. Wieder auch Innenmaß und hier schließen wir das Stück. Also, wenn du nebenbei den Grundriss mit aktivierst, dann siehst du da zieht die Zahnfeld jetzt gerade raus. Okay. Zu den Wänden war es das hier eigentlich schon. Du siehst, das ist übrigens mein Grundriss auch. Also, Ja, sehr schick. das habe ich so als. Die Wand gibt es aber nicht. Da habe ich ein bisschen geschummelt, weil das Bauamt wollte das so. Ganz komisch, ja. Hier. Auch dazu, ich werde hier nicht alt. Das ist jetzt für die nächsten 2, 3, 4 Jahre so als kleines Referenzgebäude. Das wird in 2, 3 Jahren verkaufe ich das. Ne? Hier ist eine Industriehalle, ne? Eine große. Und dann wollten die vom Schallschutz, dass die Fenster hier alle rechts fest verglast sind, ne? Und es eine Abtrennung zwischen Wohn- und Essbereich gibt, ne? Also in Aufenthaltsräumen. Dann habe ich für den Bauern, habe ich die Wand da reingemacht, aber die gibt es nicht, die Wand. Das fand ich auch ganz schlimm. Ja. Okay. Also geht das auch für Privatwohngebäude, diese Emissionswerte, echt? Ja, die haben ein Schallschutzgutachten gab es dort. Das ist ein Baugebiet, ein Neubaugebiet. Und alle Häuser, die in diesem Band auf der rechten Seite sind, müssen alle Fenster nach rechts, überall wo Wohnräume sind, dürfen nicht zum Öffnen sein, fest verglast. Auch die habe ich zum Öffnen geholt, ist mir egal. Ja, klar. Und Wohnraum, Aufenthaltsräume und Küche müssen eine getrennte Wand haben. Fand ich auch komplett dumm. Deswegen habe ich hier für den Bautag die Wand hier reingemacht, aber in Wirklichkeit gibt es sie nicht. Ja. Machen wir jetzt auch, und zwar wir kürzen die Wand jetzt mal, dass die hier einen 75er Anschlag hat. Dazu nehmen wir einfach die Wand hier und die Greifer hier, die kennst du ja, ne? Auch von der 2D-Linie. Und also die Wand markieren einmal, wir gehen auf den Greifer. Kann sein, dass bei dir noch dieser Greifer fix ist, das ist der hier, dass der richtungsgetreu ist, dass du den gar nicht verändern kannst, die Wand. Ja?
Da musst du hier auf dieses Symbol, also auch richtungsfrei gehen einfach, dass du die Wand... So, dann fahren wir auf den Punkt hier, wechseln mit Tab in die Y-Spalte und sagen minus 0,75. Wie wechselst du die? Tab, neben dem Q. Okay. Dann einfach 75 nach unten, habe ich dann gesagt. Y minus 75. Okay, jetzt habe ich 75 gemacht. Moment. Ja. Ja. Okay, das sind eigentlich die einzigen Wände, die wir soweit hier unten dann haben. Was wir hier haben, ist aber noch ein Überzug bzw. deckengleiche Stahlstütze mussten wir einziehen. Deckengleiche Stahlstütze, die liegt hier auf, an der Stelle. Das heißt, ich habe hier und da ein, gehen wir ins 3D. Einfach weil wir auch solche Sachen in 3D zeichnen, liegt die halt in der Decke. Das waren 200er, genau 200er HEB, soweit ich noch weiß. Ne? Und den wollen wir auch mal zeichnen, den holen wir als Unterzug jetzt. Und dazu gehen wir aber auf Decken und Unterzüge, also ein Reiter weiter unten. Ja. So, letztendlich ist jetzt egal, ob wir jetzt in Allplan einen Unterzug oder einen Überzug zeichnen, ist derselbe Befehl. Ja? Mhm. Ist einfach hier Unterzug, ist ein Befehl. Ja? Ja. Also gehen wir hier in dem Fall auf einen Überzug. Doppelklick rechts. Ja. Eigenschaften. Und da müssen wir die Höhe einstellen. Und dort gehen wir hier, der ist 24 breit. Also die Dicke 24. Ja. Und die Höhe stellen wir hier über die Höhe ein. Das heißt, wir gehen, hier, da wo die Pfeile sind, da gehen wir den Höhenbezug. Mhm. Und müssen dort sagen, okay, die Unterkante fängt an bei der Oberkante. Das ist ein bisschen kompliziert jetzt. Die Unterkante des Bauteils, des Unterzuges, fängt an bei der Oberkante der Ebene. Das heißt, bei 257. Weil die 257 ist ja die Unterkante meiner Decke. Und der Träger, den haben wir deckengleich reingelegt, einfach in die Decke reingegossen. Also liegt die Unterkante bei der Oberkante des Geschosses. Und dann ist sie aber, hat eine feste Höhe, ne? Ja. 20 hoch. Und die ragt quasi in die Decke hinein. Ja. Dann sagen wir, okay. So, jetzt geht es natürlich noch mal in die Detailtiefe. Jetzt könnte man sagen, nee, das war jetzt nicht aus Beton, sondern wir gehen ins Materialqualität. Wir klicken jetzt mal hier rein und schreiben bei Material sein, das war eine Stahlstütze. HLB 200. Also hier. Hier müsste eigentlich drinstehen, neben dem Höhenbezug direkt. Ja, okay, aber da kommt auch klein gestellt, das ist hier Beton. Ja. Nee, nicht Bezeichnung, sondern bei Material. Ah, bei Material. Genau. Nur habe ich eine Stahlschütze HRB 200. So, und das Gewerk, wenn man jetzt nicht noch mehr Mühe geben möchte, kann man natürlich auch sagen, beim Gewerk, das ist jetzt, also hier, das ist kein Beton, sondern das sind die Stahlbauarbeiten. Stahlbauarbeiten. Mhm. Und die Priorität ist dafür da, zeige ich auch noch gleich, wenn ich jetzt halt diese Stütze habe, dann kommt gleich die Stahlbetondecke rein. Die Stütze hat die Priorität 800. Die Decke, die da gleich reinkommt, muss auf jeden Fall unter 800 sein, weil, um einfach die Fläche abzuziehen, ich weiß dann einfach, okay, ich habe hier weniger, also die Priorität schneidet quasi den Teil raus. Verstehe. Ja, kann ich gleich mal an der Betonstütze dir zeigen.
Der Rest. Wenn ich steht jetzt nirgendwo Priorität. Guck mal, ist vielleicht zu hier, kann das sein? Neben Gewerk. Neben Gewerk muss es direkt sein. Kann das, dass es ein bisschen zu ist hier? Okay, alles klar. Oder? Ja, war es so? Ja. So, da, okay. Und dann sagen wir hier einfach, wir haben da 20er Auflager. Das bedeutet, wir gehen jetzt mal auf den Punkt hier. Nur drauf schweben, sagen Y, wir wollen starten bei Komma 20. Ja. Ja. Enter. Da fängt die Stütze an und die läuft hier runter und liegt, oh, und liegt auch da auf y minus Komma 20, liegt auch da mit 20 auf. Enter. Dann haben wir da im 3D genau die Stütze. Meine liegt am Boden, da habe ich irgendwas falsch. Doppelklick links auf die Stütze, Ja. auf den Träger und gehen wir hier nochmal in den Höhenbezug rein. Okay. Ah, okay. Da muss da die Höhe bei 20 liegen und unten Unterkante 0. Okay. Ja. Gut. Jetzt kann man es noch schöner machen. Ja, also es gibt nochmal. Aber dass du mal siehst, was es dort alles gibt. Jetzt könnte ich theoretisch sagen, da war ja ein Stahlträger jetzt drin. Ja? Und das ist jetzt ein Betonträger. Damit das auch grafisch, sorry, damit das vom Modell her passt, klar, das ist kein Rechteck, es ist ein Stahlträger. Ja? Also kann ich hier auf das Profil gehen. Also nochmal Doppelklick links. Dann aufs Profil. Dort unter jetzt brauchen wir mal die Bibliothek Standard Rohbau Stahlbau 2D Querschnitt rund und dort habe ich dann den HEB Ordner hier unten. Und jetzt kann ich mir einfach hier den HEB 200 auswählen. Mit Doppelklick links. Dann siehst du, was er macht. Er lädt das Profil hinein. Und wir jetzt sagen, okay, dann haben wir hier auch im 3D den Träger richtig drin. Ja. Okay, die Textur passt noch nicht. Jetzt auch da nochmal, klar, ich könnte jetzt nochmal hingehen und auch noch hier die Oberfläche anpassen. Wenn ich jetzt wirklich, machen wir es mal einmal durch, exemplarisch. Also wenn wir es jetzt richtig perfekt machen wollen, Doppelklick links. Wir gehen auf Oberfläche. Ja. Dort gehen wir einfach mal auf neue Oberfläche. Unten links war das. Also hier neue Oberfläche. Und sagen zum Beispiel, ja, was, wie sieht das aus? Schon so ein bisschen grau. Schon so ein bisschen grau. Transparenz haben wir keine. Leuchten tut das Ding auch nicht. Relief wäre jetzt, wenn wir dem eine Struktur geben wollen, hat es auch nicht. Rau ist es auch nicht. Hat ein bisschen Glanz, würde ich jetzt mal sagen. Können wir ein bisschen hier den Glanz erhöhen. Okay. Dann will er diese Textur abspeichern. Ich würde Texturen, dann kannst du dir überlegen, eigene Texturen, willst du die im Bürofahrt abspeichern oder willst du die nur im Projekt hier behalten? Ich sage jetzt mal nur in diesem Projekt. Stahltextur, meinetwegen. Speichern. Dann taucht die hier auf. Und muss ich sie mit Doppelklick kann ich sie auswählen und sagen, okay. Habe ich jetzt hier auch die Textur drauf. Macht ja richtig Spaß. Ja? Ja, doch. Ja, gut. So, jetzt kommt passend dazu noch was. Und zwar, einmal brauchen wir hier eine Stütze. Wir haben hier jetzt den Teil hier mussten wir betonieren, haben dann hier
was waren das? 36, 28er Stütz haben wir da reingesetzt. Genau, und dann nochmal 8 cm Dämmung davor. Irgendwie sowas hatten wir. Oder 10 sogar, glaube ich. Genau, 26er Stütze, 10er Dämmung. Und hier hatten wir natürlich noch ein Betonpolster. Ja, so, das muss man natürlich jetzt nicht zeichnen. Ja, das sind wir jetzt schon wirklich so, wo wir sagen: Okay, da können wir schon Richtung Ausführungspläne gehen. Ne? Wenn du da Spaß dran hast und Thema BIM ist ja. Will ja jeder Bim, Bim, Bim haben, alles, ja. Und da nehmen wir jetzt mal eine Stütze erstmal, gehen wir auf den Reiter Wände und Stützen zurück. Und dann haben wir hier unten die Ortbetonstütze. Ja, einfach auf Innen, Doppelklick rechts, Eigenschaften. Und da sagen wir, die ist 26 auf 24. 26 auf 24, genau. Der Rest passt eigentlich, ist nur die Dicke und die Breite. Betonarbeiten, Prioritäten. Du siehst, die Prioritäten sind höher als bei den Wänden, aber nicht so hoch wie bei dem Unterzug gerade eben. Also Breite 26, Dicke 24. Wir sagen, okay. Wählt einen Absetzpunkt als Ecke ab und ich muss ihn drehen. Auch da Steuerung größer, kleiner, da kann ich es drehen. Achso, okay, nee, das ist deshalb. Okay. Passt nicht ganz genau, ist aber nicht schlimm. Das ist deshalb, weil wir eben der Stütze ein anderes Profil gegeben haben und er nimmt ja genau die Profilgröße. Das macht aber nichts. Ist einfach mal hier, da setzen wir die ab. Klick. Und dann siehst du, was passiert. Durch die Priorität, guck mal, wenn ich jetzt die Wand markiere, du siehst, die Stütze ist ja schon ausgespart. Das heißt, guck mal nochmal, ich hatte jetzt mal kurz ausgeschnitten die Wand, die Stütze hier, weil ich will dir was zeigen, wofür das überhaupt ist. Das nehme ich nachher für die Mengenermittlung ganz wichtig. Deine Kostenermittlung, rechnest du die nach DIN 277 oder nach Gewerken? So eine erste Kostenkalkulation. Nach DIN, ne? Also dann könntest du ja zum Beispiel sagen, auch Außenwandflächen, ja. Und Standard Ausbau, nicht Ausbau, Standard Rohbau Wände. Ja, ich nehme jetzt mal diese Wand hier. Die hat jetzt aktuell 11,9 Kubikmeter und 32,6 Quadratmeter, ja. Wenn ich jetzt aber die Stütze einsetze, durch die Priorität, die Stütze weiß, dass sie eine höhere Priorität hat, also schneidet sie den Teil aus. Und jetzt, damit es VOB-konform bleibt, sage ich nochmal, die Wand bitte auswerten. Und er zieht das dann automatisch ab. Du musst keine Wand stückeln oder so, sondern du arbeitest mit diesen Prioritäten. Und weil vielleicht brauche ich die Stütze doch nicht. Und wenn du die Wand gestückelt hast, musst du die Wand wieder zusammensetzen. Und so müssen wir nur die Zahlen ändern. Ja? Und wenn diese Stütze jetzt, ich bin jetzt mal noch größer ist, ja, wird der ganze Teil ausgeschnitten und über die Auswertung unterscheidet er auch dann mit und ohne VOB. Ja, also er hat auch die VOB-Unterscheidung mit drin. Und deshalb ist es immer da wichtig, mit Prioritäten zu arbeiten und ja. Alles klar. Okay, du hast ja auch jetzt so drinne die Wand, ja? Die habe ich jetzt ausgezogen. Bei mir ist es schon mal von der Darstellung her. Bei dir ist die Stütze ja grau. Und bei mir steht in Rot ein Dateipfad. C-User ist dann wieder Schnellfahrt Ah, und so weiter. dann findet er, das kann sein, das ist ein bisschen manchmal fehlerhaft, weil durch IBD findet er diese Textur nicht. Du bist wahrscheinlich auch in einem anderen Zeichnungstyp unter Visual. Ist bei mir wahrscheinlich auch. Nee, bei mir ist es drin. Entwurfsvisual bin ich, Genau, ja. dann sind die Wände zum Beispiel rot bei mir. Wenn du Ja, auf dann ist grau gehst, dann müsste es eigentlich dann funktionieren. dann Und jetzt auch hier jetzt im Nachhinein, jetzt nur für unsere Zwecke, damit das hier sauber aussieht, können wir die Stütze markieren und einfach über die Greifer die Größe verändern. Ja. Darüber.
Noch was? Kurz mal gucken. Warum nimmt er dort nicht? Hat er bei dir die Wand mitgeändert? Ja. Die ist bei dir geändert? Die, Ist bei mir geendet, ja. also wieder kleiner geworden. Ist halt wieder angeschlossen, Ja, ne? siehst du, habe ich hier. Halbplan 22 macht im Moment ein bisschen Probleme. Habe ich das Gefühl. Okay. Soll ich noch das Betonpolster zeigen oder sagst du, naja, okay, das ist ein bisschen zu viel? Ja, also hier, auch da könnte ich jetzt zum Beispiel hingehen, vielleicht einfach mal im Schnelldurchlauf. Das ist ja dann wirklich ein Unterzug. Dann würde ich hier den Unterzug nehmen aus Beton. Doppelklick rechts, gehe in die Eigenschaften, gib dem eine Höhe, sag, du bist diesmal ein Unterzug, also muss die Oberkante Abstand zur oberen Ebene haben, richtig. Und der Beton, das Betonpolster waren 25 cm nach unten Tiefe, passt. Lasse ich den Rest so. Moment, das waren 36,5. Muss die Dicke einstellen. Komma 36, nee, 24. So, jetzt passt es, glaube ich. Achse verändern. Bis dahin. Klick. Und nehme ich da. Na, mein Betonpolster. Und auch das Stück der Wand wird da weggeschnitten. Na, fertig. Mehr war das da jetzt auch nicht. Jetzt nur so Interessen. Zeichnet ihr auch so genau? Ja. Also wenn ihr Ausführungspläne macht, wahrscheinlich dann. Ja, Also dann gehen wir komplett ins 3D. Ja. macht ihr alles in 3D? Also 3D und daraus haben wir schon unsere Grundlage und alles, was wir jetzt nicht zeichnen können, jetzt angenommen hier dieses Betonpolster, ne? Das kennt auch bei mir auch nicht jeder, ne? Direkt auf Anhieb so. Und wenn ich den, denn ich jetzt den im Ausführungsplan brauche, dann zeichne ich den einfach in 2D nach. Ja? Also das heißt immer so viel wie geht. Aber wenn ich jetzt irgendwie eine halbe Stunde brauche, um das Betonpolster zu zeichnen, dann sage ich lieber, nee, dann lieber kurz mal in 20 Sekunden da eine Linie mit einer Schraffur reingelegt, fertig. Ne? Das kommt auf die Erfahrung an. Ich sage immer, so das erste Projekt 50% in 3D, das nächste 60%, 70% und irgendwann komme ich annähernd an die 100% vielleicht. Ne? Aber es ist natürlich schwierig, jetzt alles in 3D zu zeichnen. Aber zum Beispiel jetzt bei euch jetzt in Saarbrücken haben wir die Fenster, die Rolllänse alle drin. Klar, da jetzt keine Stützen und so, das haben wir jetzt nicht reingemacht. Ne? Also keine Stützen in 3D reingesetzt. So, da muss man einfach sich so ein bisschen annähern. Ja? Das Gleiche gilt sogar für die Dämmung jetzt. Das habe ich jetzt in dem Fall auch nicht gemacht, aber ich könnte es jetzt auch hier übertreiben. Ich zeige dir mal noch ein anderes Beispiel. Jetzt ist ja hier die Stütze und die Stütze ist ja nur ein Hilfsmittel, um ein Element zu zeichnen. Ich kann die Stütze ja auch für was anderes benutzen. Und zwar, normalerweise ist jetzt hier, muss ja ein Stück Dämmung rein, das Stück hier. So, Höhe, Breite passt. Ich gehe auf die Stütze. Ich weiß, ich habe hier im Assistent bei den Wänden müsste ich irgendwo Dämmung haben, meine ich. Dämmung. Jetzt kann ich natürlich hingehen und sagen, wo ist es? Format übertragen. Nee, sorry, nicht Format, aber da, den habe ich gesucht. Das ist der hier. Allgemeine Architektureigenschaften modifizieren. Ne? Das ist einfach nur die Darstellung. Es hat nichts mit der Geometrie zu tun. Und ich sage mit der Pipette, nimm bitte die Einstellungen dieser Dämmung. Die lädt er dann rein. Außer die Höhe. Aber sonst nimmt er alles. Dämmung weiß, Wärmedämmung und so weiter. Ja? Ich sage okay. Und das gilt für diese Stütze. Rechtsklick zum Bestätigen. Dann habe ich hier Dämmung drinne. Ganz einfach. Würde jetzt auch eine Dämmung und wenn ich es auswerte jetzt, dann weiß ich, okay, da habe ich einen Dämmstreifen von 24er Breite. Was haben wir da? 16 Tiefe, was habe ich da jetzt? 16 Tiefe. Und habe eigentlich diesen Anschluss komplett gezeichnet. Einmal die Stütze aus Beton, die Dämmung vorne und der Träger obendrauf.
Und wenn ich es auswerte im 2D, wenn ich einen Schnitt durchsetze, sehe ich immer diese Bauteile und ich muss nichts mehr nachzeichnen. Ja. Okay, ja, das dazu. Aber ich kann dich auch ein bisschen beruhigen, ja. Die wenigsten Büros machen das. Also wirklich sind alle noch oder sehr, sehr größtenteils sind die noch am 2D. Natürlich gibt es auch Büros, die machen schon richtig fette Dinger in 3D, wo, also aktuell haben wir was in Frankfurt, was ungefähr fast genauso groß ist wie eures. Da machen wir zum Beispiel eine BIM-konforme, da machen wir die BIM, das BIM-Management machen wir dort. Das heißt, die haben ihr eigenes Büro, die zeichnen alles, nur wir machen quasi das Ganze im Hintergrund mit dem ganzen BIM und 3D. Und ja, da wird sehr, sehr genau gezeichnet. Da haben wir Schöck-ISO-Körbe haben wir drin, wir haben Elektro, wir haben TGA-Planungen drin. Das ist schon ziemlich cool dann. Ne? Also ja. Eigentlich wäre es auch mega was für euch später fürs, ich denke eher ans FM, weil ihr habt ja auch sehr viel im Bestand, oder? Ja. Und da macht es halt auch Sinn, BIM-konform im 3D alles zu erfassen, weil ihr könnt ja Mengen, Massen jederzeit dann auch in 10, 15, 20 Jahren alles übers 3D-Modell euch rausziehen an Informationen. Mhm. Ne? Ja, das ist total cool. Wir waren ja schon mal ein Stück weiter. Mhm. Ich hatte damals, als du die Schulung gemacht hast, eine Mitarbeiterin, die Sabine, die beide ja richtig fit. Und die sollte das auch machen. Wir hatten ja auch ein Davis angeschafft. Ja. Aber ja, ist dann leider, die hat dann gekündigt, die ist nach Berlin dann ausgewandert. Ui, okay. Der ist aber auch schon wieder zurück. Ah, okay. Aber ja, dann steht und fällt alles nur zu einer Mitarbeiterin. Ja, die das da so ein bisschen, du brauchst auf jeden Fall im Büro einen BIM-hauseigenen ja. Koordinator, BIM-Manager intern, der das so ein bisschen voranbringt, ja. Das ist dann schon. Ist dann alles wieder zusammengebrochen. Dann kamen neue dazu, die waren dann froh, dass sie die Grundlagen noch konnten. Wie ist so Mitarbeiterfindung bei euch? Schwierig oder geht's? Total schwer. Echt, ja? Obwohl da Trier die Ecke. Super schwer, wirklich. Also wir haben echt schon alles gemacht. Also ich weiß nicht, wir haben versucht, Leute abzuwerben. Mein Vater hat jetzt einen Bauleiter abgeworben. Ui, okay. Ja, von einer anderen großen Firma hier. Richtig viel Geld, echt. Ja, ja. Ja, aber sonst Zeichner, Architekten. Schwierig, ne? Richtig, null. Also ich habe echt alles versucht. Ich hatte jetzt für die IFA und auch für die DSA. Mein Papa hat gemeint, naja, vielleicht haben die nicht so das große Interesse, bei einem Bauträger zu arbeiten, mit Architekten. Dann versucht man einfach mal über die DSA, aber. Nix, nee, ne? Also ist schwierig. Die waren wirklich nur. Ich habe es auch nur mit Mundpropaganda geschafft. Also hier und da Leute kennen, auch so ein bisschen wirklich abgeworben im Sinne von hier kommt rüber und so. Und ja. Darf ich noch was fragen? Wo liegen so bei euch die Architektengehälter? Was zahlt man da in so in Trier? Normaler Architekt, 1 bis 6 oder 1 bis 5 Leistungsphase. So brutto, wo liegen die so? Unterschiedlich. Was habe ich denn hier? So ein Mitarbeiter von euch. 4, 4,5? Ja, ich muss an. Brutto, ne? Ich würde mal sagen, bei 3,2 oder so geht es da los, aber die schon Erfahrung haben. Mit Erfahrung genauso und die mit Erfahrung dann. Aber es geht ja echt bei uns hoch bis, keine Ahnung. Auch bei Architekten dann auch, ja? Ohne Bauleiter. Bauleiter sind sowieso extrem teuer, aber jetzt so rein, so, wenn du sagst, ein Architekt macht nur 1 bis 5. Sind wir schon so bei 4.000 auch, ne? Ja, schon. Ja, bin ich auch nämlich. Also meine Jungs auch so bei 4.000 liegen wir da etwa. Ja. Ticken und sogar drüber. Wir haben halt, bei uns gibt es halt wirklich keine Überstunden. Also da achten wir echt total drauf. Angenehmes Klima. Angenehmes Klima und wir sind ja mit den Arbeitszeiten, also wir haben ja auch einige Frauen mit Kindern und so, aber trotzdem, also wir sind ja einfach so weit weg vom Schutzbildschirm. Und der Arbeitsmarkt, wir haben halt hier keine, aber ich glaube, es ist ein Profil mit anders, ne? Fast keine Arbeitslosenquote, die liegt bei, keine Ahnung, Prozent oder so. Die haben alle gute Jobs. Ja, ich hab, wie gesagt, Gott sei Dank haben wir dann irgendwann mal ein schönes Team jetzt zusammengestellt. Ich habe auch lange, lange gesucht. Letztes Jahr hatte ich auch noch zwei andere. Das waren aber Anfänger, also Berufseinsteiger. Das war dann ganz, ganz schwer. Und jetzt habe ich aber ein richtig cooles Team. Also jetzt macht's Laune. Ja. Das ist doch echt klasse.
Ja. Ja, wirklich, also alle Achtung, was du dir da aufgebaut hast, auch da mit dem Umzug, jetzt manchmal sieht man ja so ein paar Einblicke, wenn du Facebook postest. Ja, danke. Ja, doch, danke, das ist auch mein Traum. Also wir haben hier vor unserem Haus noch eine Freifläche, da ist auch noch eine Baukapelle. Da will ich auch irgendwann mal so ein kleines Atelier drauf bauen und dann macht auch ultra Spaß, also wir kommen hier super gerne hin. Also jeder, der jetzt, klar, wir haben jetzt ein bisschen Stress im Moment, haben wir natürlich, oder seit 2 Monaten richtig Dampf jetzt, ne, wo wir einfach die Sachen fertig kriegen müssen. Beziehungsweise euer Projekt, Saarbrücken, so. Also die ersten 2 Monate sind ja immer so ein bisschen, ja, wir fangen schon mal an und so, und dann kommt irgendwann der Druck dazu, aber da sind wir jetzt, die Jungs richtig am Kloppen jetzt gerade, also Ja, aber super. Du bist ja auch ein guter Chef, denke ich mal, oder? Ja, also ich würde sagen, dass ich ganz entspannt bin. Also ich werde dann schon manchmal, bin ich genervt, wenn was nicht so gut klappt, weil was wir vielleicht schon 3-mal besprochen hatten. Ne? Ja, aber sonst hat ja echt jeder seine Freiheiten hier. Kann jeder kommen und gehen, wann er will. Eigentlich essen wir, wenn ich da bin im Büro, essen wir jeden Mittag zusammen. Ne? Das Büro übernimmt da die Kosten. Also eigentlich purer Luxus. Ja. Und kann sich eigentlich keiner beschweren, denke ich. Also sind alle happy. Also ich höre auch von vielen, oder wir haben sehr viele Initiativbewerbungen mittlerweile jetzt, seit 3-4 Monaten, dass die Leute auch wirklich zu uns ins Büro kommen. Und die sagen sogar immer durch Social Media, weil die sehen hier, dass wir hier, keine Ahnung, wir haben hier einen Hof, wo wir ab und zu dann mit dem Ball kicken oder im Büro ein bisschen rumalbern oder auch mal alle zusammen irgendwie, wir machen noch privat, machen wir auch einiges. Ja, also macht echt Spaß. Ja, ich denke, das ist auch wichtig. Also oft ist doch gerade jetzt unser Gehalt, natürlich, man geht ja nicht für nichts arbeiten, aber... Genau, die Atmosphäre ist viel, viel wichtiger. Ja, ja, genau. Ja. Und dann sind die auch gerne mal bereit, dann doch... Länger, ja, genau. Ja, und dafür wissen wir auch jetzt, wir haben gesagt, wenn wir jetzt mit Saarbrücken fertig sind, also das Projekt heißt bei uns DSA, wenn wir mit DSA fertig sind... Dann hoffe ich nächste Woche dann. Da gehen wir alle zum Beispiel Skifahren einen Tag in die Halle. Ne? So einfach so als, hier, wir haben ein cooles Projekt abgeschlossen, gehen wir einen Tag Skifahren. So Sachen machen wir dann. Oder in 2 Wochen wollen wir zum Beispiel Kart fahren, gehen alle zusammen. Das machen wir schon, ja. Okay, dann weiter geht's. So, so, wenn du an der Stelle fertig, was wir jetzt noch machen, ist die Trockenbauwand. Die geht ein bisschen anders. Dazu gehen wir auf. Jetzt muss ich mal gucken, wo die Wand liegt. Beim Easy Architektur, da wollte ich rein. Wände und Stützen. Wo ist sie denn? Da, unten, Trockenbauwand hier. Montage leicht Beton. Leicht, nehmen wir einfach hier auf die. Ist egal, welche Trockenbauwand wir nehmen. Wir nehmen die 12,5er mal. 12,5. Eigenschaften ist auch, du siehst, es ist der gleiche Befehl, der unterscheidet sich nur dahin, dass einfach das Attribut ein anderes ist. Ja? Da sagen wir natürlich aber hier 22er. 22er Trockenbauwand. Wir zeigen die im Gesamten, also wir machen jetzt nicht irgendwie das viel und dann die einzelnen Gipskartonplatten, sondern wir sagen immer das Maximale. Ja? Also schreibt keiner vor, dass man das jetzt unbedingt irgendwie Schicht für Schicht zeigen muss. Ja? Könnte man machen, aber finde ich auch persönlich erstmal unnötig, braucht man nicht. Dann bei der Höhe müssen wir aber reingehen und sagen, okay, was ist das für eine Wand? In dem Fall, und sehe ich es gerade, müssen wir es eigentlich gar nicht ändern, weil das ist... die ist Raum hoch, die Wand. Ja. 22 Raum hoch können wir eigentlich auch die Höhe so lassen. Das passt alles. Da ist auch eine Schraffur drauf. Okay. Und die liegt an der Stelle hier. Und eins da. Ach echt? Nee, hab ich nicht gelesen. Ach cool, also das ist ja hier, oder? Ach, klasse, okay. Ach, cool. Entschuldigung. Alles gut, alles gut. Okay, also da innen gedämmt. Alles klar.
Ja, bin wieder bei dir. Genau, die Trockenbauwand. Gut, dann auch da jetzt wieder, upsala, jetzt war ich ein bisschen schnell, wenn man es dann schon weiß, ja, da kann man eigentlich mit dem gleichen Befehl, den wir jetzt gerade hatten, mit der Wand, mit einer Stütze, auch zum Beispiel einen Heizkreisverteiler zeichnen, ja. Wenn es wirklich schon so detailliert sein soll, das geht, ja. Ich will es aber auch nur kurz zeigen, ja. In der Regel passiert das ja erst später. Aber auch hier könnte ich zum Beispiel einfach hingehen und sagen, ich hole mir. Eine Nische. Nische, Aussparung, Schlitz, Durchbruch. Gehe in die Eigenschaften und sage, das Ding ist breit. 1,12 war das, glaube ich. Bin mir gerade nicht sicher. Also die Breite des Kastens. Die Tiefe, der hat 14 cm. Und wir gehen in die Höheneinstellung, um die Höhe einzustellen. Wir haben ja den 18er Fußbodenaufbau. Und dann 18, so. Also er fängt quasi bei 18 an. Und hat eine Höhe von 1 m. So rum 18. Also hier müsste ich schreiben 1,18 Meter, weil er dann vom Boden ausgeht. Wenn ich aber die 18 schon drin habe, sage ich hier einfach nur 1 Meter Höhe. Ja? Sag okay. Und das ist an dieser Wand hier. Das ist der Bezugspunkt. Da sagen wir einfach mal jetzt 10 cm meinetwegen. Dann will er den Abstand wissen, 1,125 m. Dann will er die Tiefe wissen, 14, Enter. Und ich habe dann hier quasi meine Aussparung, sieht man nicht so gut. Ja, jetzt sieht man es da. Meine Aussparung für den Heizkreisverteiler. Ne? Einfach als Befehl, als Wandnische dann letztendlich. Muss aber jetzt, wie gesagt, natürlich nicht sein, dass du auch mal, dass du den Befehl mal kennenlernst. Denn auch schon ein fertiges Bauteil für den Heizkreisverteiler, der dann auch wieder die Wand ausschneiden würde, wenn ich ihn einsetze. Nee, nicht in Altplan. Also man müsste dann einen Heizkreisverteiler finden, ja, von einem Hersteller. Die gibt es ja, die Hersteller, das können wir runterladen als 3D-Objekt. Aber ich müsste trotzdem diese Nische reinmachen, damit ich diesen Körper dann da reinsetzen kann. Also wäre jetzt quasi im Umkehrschluss, kann ich auf freies Modellieren gehen. Ja, das sind ja keine Architekturbauteile und ich könnte jetzt sagen, ich modelliere jetzt einfach hier einen Quader mal an der Stelle. Von da bis da, der ist 1 m hoch. Na, und dann könnte ich jetzt hier da diesen Körper reinsetzen. Na, Dann könnte ich mir den noch, also wenn ich mir den gebaut habe, könnte ich mir den noch aber abspeichern. genau, exakt, Dann genau. immer wieder Ja, kommen. genau. Jetzt habe ich hier, jetzt gehe ich mal hier in die Isometrie. Da ist dieser Körper jetzt, 3D-Körper. Ich kann ihm auch Informationen geben. Also ich könnte jetzt. Oh, das ist aber schnell hier, die Maus. So. Ich kann ihm auch Informationen geben. Da ist er jetzt. Ich will nur diesen BIM-Conform vom Ablauf mal zeigen. So, ne, da ist eine Nische drin. Klar, die muss da auch in die Wand rein. Das heißt, da stemmt einer eventuell die Wand weg. Ist ja meistens so. Man weiß ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, wo kommen die hin. Dann kommt einer hin, stemmt die Wand weg, kommt ein Sturz rein. Wir packen den Körper rein und den muss ich aber wandeln in einen Mengenkörper, weil noch ist es ein 3D-Körper, der einfach nur ein Polygon ist. Mengenkörper, der hier. So, jetzt ist es ein Mengenkörper. Und der. Na, komm schon. Wenn du jetzt hier, ich habe jetzt ein Bauteil, eine Nische und einen Mengenkörper und ich treffe den nicht so gut. Also gehe ich jetzt den Weg Selektion bei Mehrdeutigkeit. Da klicke ich einfach drauf oder kann auch in den Grundriss klicken. Dann erkennt er die zwei bzw. drei Elemente. Ja? Ja. Aber warum erkennt er nicht meinen Mengenkörper jetzt? Das wollte ich jetzt. Ah, jetzt, okay, ich musste doch seitlich klicken. Mengenkörper, den hat er jetzt markiert. Jetzt kann ich dem Mengenkörper sagen. Ich will die Informationen geben, also Attribute zuweisen. Mengenkörper.
Dann kann ich zum Beispiel sagen, du bist mein Heizkreisverteiler. Ja. Und jetzt kann ich ihn auswerten. Wenn ich jetzt sage, werte mir bitte die Mengenkörper aus, dann würde er mir alle Heizkreisverteiler anzeigen. Also hier über Reports. Mengenübersicht. Dann kommt hier Heizkreisverteiler. Dann zeigt er mir dort, was ich da habe. Okay, aber auch das, wie gesagt, das ist jetzt schon wirklich, wo du sagst, wenn du es perfekt zeichnen willst. Okay, dann gehen wir zur Treppe. Und zwar bei der Treppe gehen wir auf Rohbau. Gibt es aber schon auch hier welche drin, da, 03 Assistent, dort, genau. Bei der Treppe gibt es zwei Unterschiede. Es gibt einen neuen Treppenmodellierer, den nehmen wir jetzt auch unten alten. Den alten würde ich jetzt sagen, lass den direkt mal weg, den alten, den brauchen wir nicht mehr. Und wir nehmen hier einen mit, ja, Stahlwangen. Stahlbeton, nicht mit Stahlwangen, sondern mit Stahlbeton. Doppelklick rechts auf die Treppe wieder, auf den Treppenmodellierer. Und wir können die Treppe einstellen. Das heißt, Breite, Länge, Höhe und so weiter. Und wir sagen, das ist eine zweiläufige. Da, genau, das wollte ich. Mit Podest. Ja. Na, mit Halbpodest. Dann können wir jetzt sagen, wo ist die Anfangshöhe? Die ist bei 0. Wir gehen da die Fertighöhen an. Also das ist das, was ich meinte. Die Treppe ist eines der wenigen Objekte, wo ich sage Fertighöhe. So, die Höhe oben wäre dann, das rechne ich jetzt immer aus, also bei minus 18 geht es ja los. Dann sind es ja die 2,75 Rohbauhöhe. Mhm. Dann kommt die Decke dazu mit 22 und der 22er Bodenaufbau oben. Also sind es 3,1 Meter Fertighöhe. Stufenanzahl 18 oder 17. Du siehst, wenn ich jetzt 18 eingebe oder 17, er zeigt mir direkt die Steigung an. 18 wäre vielleicht ein bisschen wenig. 17er Steigung sieht eigentlich besser aus. Ja? Dann sagen wir Auftritt. Wir nehmen 28er Auftritt. Und auch da ganz schön ist, wenn du jetzt zum Beispiel sagst 26 oder 28, du siehst immer das Steigungsverhältnis. Ja. Sieht man direkt eigentlich schon, okay, 63,5 passt ideal eigentlich. Mhm. Und bei der Breite, ja, wäre jetzt immer, wie gesagt, mit oder ohne Handlauf, je nachdem, wie viel ich möchte. Ich sage immer, bei der Treppe nehmen wir meistens so 1,5 Meter Breite, wegen Putzabzug nochmal. 1,5 Meter. Achslage ist erstmal nicht so wichtig. Der Rest ist auch jetzt noch nicht so wichtig. Ne? Also gibt es super viele Einstellmöglichkeiten. Die Verziehung gleichmäßig. Da gehen wir gleich drauf ein. Und wir sagen, die Treppe, mal gucken, wie lang die ist. Da haben wir 3,14 Meter. Nicht 3,10 Meter. Ich schaue gerade das Maß raus. Oh, das Maß hier nicht drin. Ne? 2,75 Meter. Also von hier, also von diesem Punkt aus 2,75 Meter. Enter. Ja, jetzt müssen wir zwei Sachen umstellen. Also zum einen die Achslage machen wir rechts. Genau, und dann können wir jetzt hier noch sagen, was haben wir für ein Auge? Also das Standmaß können wir gleich noch ändern. Klick und Escape erstmal. Ja, jetzt zeige ich dir kurz. Einfach so bei 0, dann hatten wir 2. Moment, ich mach's gerade mit.
Assistent, Doppelklick rechts. Also U-förmig, anfangs nur über 0, Höhendifferenz war 3,01, mhm. Anzahl war 17, Auftritt war 28, Breite 1,5 Meter, Achslage können wir direkt auf links stellen. Mhm. Okay. Und hier waren es 2,75 Meter Abstand zu diesem Punkt. Mhm. Alles klar. Ach, jetzt habe ich den dritten Typ. Bei mir hängt jetzt gerade Leute die Treppe dran. Kann ich jetzt einfach auf um? Wenn du. Ah, ja. Ja, eigentlich schon, genau. Und die Richtung, sorry, die Achslage war rechts. Habe ich gerade eben wieder ein bisschen. Ja, cool. Klick. Und in der Animation siehst du, da ist die Treppe drin. Der lässt mich jetzt noch das Treppenauge so. Genau, wenn du die Maus jetzt, genau, damit könntest du jetzt das Auge vergrößern oder verkleinern. Okay. Mhm. Ja. Ja. Okay, und mit einem Doppelklick links auf die Treppe nochmal, also wir haben die abgesetzt, nochmal Doppelklick links, können wir jetzt nochmal verändern. Ja? Wir können zum Beispiel sagen, Lauf will ich sehen. Wir können die verkürzen, die Treppe. Ne? Verschieben, drehen, wenden. Und wichtig ist, Antrittsstufe, ja, nein. Austrittsstufe, ja, nein. Wir können das Podest zum Beispiel vergrößern, einfach nach hinten ziehen. Na, wir können die Treppe kleiner machen. Ich habe jetzt in dem Fall das Podest vergrößert. Mhm. Ja, wir können es im Grundriss darstellen, wir können es im 3D rausholen und nur im Grundriss darstellen, ja, also hier unten. Mhm. Und ganz cool ist auch das Lichtraumprofil, das zeige ich schon nachher, wenn wir mal ein Geschoss drauf haben. Mhm. Weil dann kann ich quasi mit einem Lichtraumprofil, kann ich zum Beispiel arbeiten, ich mache es mal schließen. Und wenn ich jetzt nämlich eine Decke reinziehe, dann zeigt er mir, welche Kopfhöhe ich brauche. Mhm. Ne, dann sehe ich immer direkt, ah, passt von der Kopfhöhe her direkt. Muss nicht irgendwie nachmessen oder so. Ja, das ist eigentlich ziemlich cool, ja. Okay, das nehme ich schon mal raus, das Lichtraumprofil. Dann, wir waren jetzt unter Einstellungen. Jetzt gehe ich mal auf Grundriss, also ein Reiter weiter. Und da kann man auch super viel einstellen. Will ich die Lauflinie sehen? Welche Form soll sie haben? Welche Größe? Welche Breite? Also die Lauflinie. Dann die Beschriftung will ich sehen, immer ein bisschen kleiner, 1,8. Dann gibt es hier diesen blauen, ja, dieses Rechteck, da kann ich hier die Schrift verschieben. Ja, sag mal, die Schrift will ich hier weiter oben haben vielleicht. Die Nummern, die Stufennummern will ich haben, ich will die aber rechts haben, die Nummern. Also eigentlich ziemlich cool, da kann man sehr viel intuitiv einstellen. Mhm. Der Unterschnitt, ja, will ich den Unterschnitt sehen? Ja, nein. Hol ich mal raus. Schnittlinie will ich sehen, also der Unterschnitt ist ja dann einfach da, wo meine Setzstufen sind, will ich nicht sehen. Die Darstellung unten will ich sehen. Ist durchgezogen, ne? Da kann ich hier die Haken setzen bei Stiftstrich Farbe durchgezogen und hier über den Greifer kann ich die Schnittlinie verändern. Mhm. Auf die 5 zum Beispiel, ja. Und den Text vielleicht doch ein bisschen weiter hier rüber oder hierhin vielleicht sogar den Text, so. Und Darstellung oben ist natürlich dann gestrichelt, ne? Da kann ich jetzt auch sagen, grau darstellen, gestrichelt und dann habe ich, hä? Warum hat das jetzt nicht gemacht? Nochmal Grundriss. Ja, okay, dann doch eher rausnehmen, aber
kann auch nur, dass es bei mir dran liegt. Sonst nimm den Haken raus, dann macht das auf jeden Fall gestrichelt. Aber eigentlich sollte er das jetzt so schon gestrichelt machen. Na gut, okay. Na, aber hast du unten die Aufsicht, oben gestrichelt. Und eigentlich ziemlich cool, ja, die Treppe dann drinne. Mhm. Nochmal Doppelklick links zum Bearbeiten. Wenn wir auf Elemente gehen, dann kann ich sagen, was will ich denn haben? Hier ist Unterbau, die Stufen. Will ich vielleicht Setzstufen haben? Dann kann ich einfach den Haken hier setzen und bekomme den Reiter Setzstufen. Dann kann ich die bearbeiten. Also eigentlich sehr intuitiv. Mhm. Ne, weiter Wangen kann ich nehmen, Holm und so weiter. Dann kann ich die Trittstufe bearbeiten, wie dick die ist, wie weit die rausgucken soll und so weiter. Jetzt haben wir hier aktuell bei der hier ragt die 4 cm raus. Nee, sorry, nicht 4. Mal gucken, was war das jetzt? Wie weit ragt die raus? Die Trittstufe. Das ist die 4. Die 1. Doch, 4 cm. Nee, 4 cm breiter, genau. 4 cm ragt die raus, ja. 4 cm ragt die raus. Mhm. Die Stufe da. Man kann schon die Setzstufe noch zeichnen und so weiter. Na, oder ich könnte euch sagen, wenn ich es bündig haben will, Abschnitt 0, dann müsste es eigentlich bündig sein. Da, jetzt bündig. Okay. Und dann hier nochmal den Unterbau bearbeiten. Aber da würde ich jetzt, glaube ich, erstmal nichts Großartiges machen beim Unterbau. Ne, den könnte ich jetzt auch nochmal bearbeiten. Mhm. Verändern die Anschlüsse. Ne? Oben am Podest, unten. Ne? Wie ja. Soll dort der Typ sein? Ja. Okay. Das, also ich hätte jetzt gesagt, wir machen jetzt mal irgendwie 3/4 Stunde Mittagspause und dann geht es weiter. Also ich hätte jetzt eigentlich schon so bis 15, 16 Uhr, solange du es aushältst. Ne? Ansonsten, ja. Ja, nee, super. Ja? Passt das bei dir? Ja, machen wir mal ein kurzes Päuschen bis so ein, zwei. Ja, genau. Perfekt. Dann bis gleich.